you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Windkrieg Season 5. Gerade mitten im Battle. Von vorne kommt ja, anders. Ja. Das war so, so nach rechts, oder? Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir halt. Ja, okay. Die werden uns flackieren, das ist okay. Uff, die haben mich getroffen. Als ob jetzt alle auf mich gehen. Holy moly, ist das euer Ernst? Ja, nö. Oh, Enderbär. Ja, nö, falle ich nicht drauf rein. Schon advanced Gameplay hier so. Ja, moin. Geht halt alle auf mich drauf, ne? Opfer hängen geblieben. Spaß. Wer ist das? Mevo. Gegen wen darf ich kämpfen? Gegen Mevo? Eigentlich ist er Ghosting, ja. Kannst aber auch mit der 5. Achso, ja. Ja, warte, die Pilzsuppe will ich wieder haben. Uff. Ja, moin. Alter, aber Tab geht gerade richtig ab. Ja, die werden halt jetzt auf mich gehen. Das hat das grüne Team richtig gut gemacht, ja? Applaus an die. Ja. Low clap. Das hätten wir zu fünft, ja, hätten wir gegen die überhaupt irgendwie vielleicht eine Chance gehabt. Ja. Ne? Aber so überhaupt nicht. Ja. Joinks, mein Loot. Zack. Das war meine Sache. Loot, meine Sache. Ja, dann warte ich mal auf das nächste Team. Ne? Ja, okay, es ist kein Team in der Nähe. Das heißt, Oder zu nah. Was? Ja, also. Ja, okay, geht ja auch, oder nicht? Ich muss einen Sweet Spot finden. Okay, das ist der Sweet Spot. Ah ja. Dass ich genau 100 Blöcke von denen entfernt bin. Oh nein, Alter, hört doch mal auf mich zuzulaufen. Warte, die müssen auch hier irgendwo gestorben sein, oder? Okay. Uff. Okay, das war mega laut. Uff. Enderperle geworfen. Uff. Ich spiele einfach mit Enderperlen, alles klar. Ja, das sehen wir auch schon. Kassel. Ja, moin. Die umzingeln dich richtig, Alter. Uff. Alles klar. Uff. Ja, das war's für unser Team. Ja, das für Frau und dem Sofa. Was? Wie war das mit der Frau und dem Sofa? Ja. GG auf jeden Fall. So. Das Zerstörer-Team. Wahrscheinlich. Oder Kürbis und Alp und sowas. Muss ein Spieler sterben, dann kommen alle in Spectator. Pock. Nee. So wenige ist auch schon. Ja, ab 8 Spieler. Ist neu. Wenn das funktioniert, was Carsten gemacht hat. Carsten hätte jetzt sagen wir, natürlich funktioniert das. Ja, es ist halt schon ein ziemlich krasses Team. Was willst du dagegen machen? Wir sind halt schon voll die. Also, wir hätten eine Nita-Festung finden müssen. Ja. Wir hätten viel mehr Dias finden müssen. In den Enderdingen. Nee, ich glaube, nächstes Mal mehr Strip Mine. Ja, nee, aber bringt, wenn du im Neta ja auch nicht ziemlich schnell bist, dann ist in Neta fest und dann alles weg, ne? Ja, aber wenn wir halt
Also eigentlich sage ich immer, wenn du Enchanted hast, dann geh in den Nether. So, okay. Weil wir waren ja eigentlich gar nicht so schlecht mit unserer Rüstung. Ja. Mhm. Sondern wenn wir dann halt eine Nether-Festung, und dann glaube ich, Bastions sind muss man einfach ignorieren. Die sind Schrott, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, warum gehst du dann da rein? Weil ich halt dachte, jo, fetter Loot lohnt sich mal, aber nie. Überhaupt gar nicht. Deswegen Nether-Festung auf jeden Fall und LOL. Die Items bei Mevolent sind despawned. Nice. So. Nein, lass doch nicht die Kartoffeln da liegen. Guten deutschen Kartoffeln. Kommt es vor, dass die Season relativ kurz? So von der Spieleranzahl her und so. Ich glaube, das kommt dir so vor, weil es Dreierteams sind. Die Spieleranzahl könnte gleich geblieben sein, aber hast halt weniger Teams. Ne? Ja, es sind noch 9 Spieler, ne? Aber wir sind ja ein bisschen später angefangen. Das ist jetzt 1,5 Stunden ungefähr jetzt. Ne? Oh, das wären, glaube ich, ja. Glaubt ihr, das schafft Kürbis, Nico und Al? Die sind, glaube ich, auch ganz gut ausgerüstet. Also, ja, die anderen sind besser ausgerüstet. Und Alp... Ja, ja, Alp kann's... ja, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen. Ich weiß nicht, wie ich Alp einschätzen soll. Der trollt eher. Okay. Uff, wir haben gerade Probleme mit Zombies. Oder haben die XP vom Null. Halb oder wer? Ja. Kommt die ganze Truppe da. Was machen hier die andere Truppe? Ja, hier die rüsten sich aus hier. Achso, oder welche Truppe meinst du? Oh, die haben Hunde. LOL! Fisch hat Netherite! Als ob? Und? LOL. Ist hier richtig krass? Ja. Ja, aber bringt das überhaupt was, wenn der Eisen hat den Rest und links ist so bestimmt wie Full Dia, oder? Oder wie gleicht sich das aus? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich müsste den Score der Armor nachschauen, aber das ist auf jeden Fall schon eine gute Leistung, ne? Also ich denke, wenn das Dreier-Team hier, MW-Dreier-Team mit Fummel und Fisch, also Fummel Justin, ist ja eigentlich und gegen, zusammen so ein bisschen mit Nico und Kürbis, gegen Frozen oder Mevolin und Old Shrinken, dann kriegen die das hin. Cross-Team-Blut. Also, es wäre auf jeden Fall kein Cross-Teaming gewesen, wenn man halt, wenn jetzt das andere Team gesagt hätte, okay, unsere Priorität ist jetzt erstmal das Team von Noah. Das wäre kein Cross-Teaming gewesen, das wäre das Vernünftige gewesen. Oh, der Babyhund. So, und kein Crossing war das mit Bobana, als ich gesehen habe, okay, es lohnt sich nicht, gegen ihn zu kämpfen, aber als ich halt die Chance gesehen habe, sein Gold zu yeeten, dann war das halt easy verdientes Gold. Das fand er so nicht in Ordnung, ne? Schuldest du ihm nächste Season Gold. Null MW Handpapag ein. Ja. Muss jetzt Schallplatte auflegen. Der ist richtig ab. Was macht der Papagei eigentlich noch? Bringen wir ihm welche Vorteile? Irgendwie Mobs oder so, ne? Erkennen yes. Oder so? Der macht irgendwas, wenn Mobs in der Nähe sind, ne? Yes, der macht die Geräusche nach. Oh, ich glaube sehr, dass das Team von Noah das gewinnt. Ja, das ist halt schon. Wie immer, meinst du? Also vom Equip her sehen die halt schon ziemlich krass. Ja, aber Nico und Kürbis sind halt echte PvP-Maschinen, ne? Ja, aber Frozen Noah. Ja, deswegen. Ich weiß nicht, wer ist besser? Kürbis, Nico, Noah, Alex? Also. Mach eine Tierlist. Die Minecraft-Tierlist. Schön S-Tier. Nicht viele Fragen. Schön S-Tier. Für wen? Das werden wir heute rausfinden. Achso, heute machen. LOL? Puck.
Folgt die Turtle? Ah, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt auch noch gewesen. 20 Minuten sind um. Ja, Forsenauer, Mevolent hier machen sich gerade Tränke. Was machen die für Tränke? Schnelligkeitstränke. Pock. Das Knife erstmal dir Zeug liegen. Pock. Nikas, die lassen einfach hier so Diamanten im Wasser liegen. Und denkst du, die haben die nicht gesehen? Was denn? Sekunde. Wir gehen das echt noch looten hier. Ich glaub, ja, die Board. Oh, lol. Oh ne, doch nicht. Ich dachte gerade, anderes Team. Ja, 7x50 geht die schon. Ja, es ist relativ, Guck mal. Wie viel jetzt gerade ist. Ja, Spectator generieren keine Chance. Ja, aber man sieht die Boulder trotzdem. So, ja, okay, warte. Dann will ich mal schauen. Ich flieg gerade. Die müsste jetzt bei 1800 sein, ja, oder so. Ja, 1750 circa. Ja. Ja, und die ist relativ schnell. Ja. Ich sehe nicht. Ja, geht. Normal finde ich eigentlich schon. Also man kann halt noch easy vorweg bauen. Würde ich behaupten. Ja. Das ist jetzt kein Problem. Oh, Kürbis und so sind auf dem Wasser. Können sich jetzt erstmal Boote hier und sowas. Die looten hier noch so ein paar Schätze und sowas hier. Diese komische Unterwasser-Ding. Fisch und so fahren gerade auch noch hier durch den Sumpf. Goldsachen, Bock. Die sind auch richtig am Erkunden. Also wenn MW sich noch heilt, dann könnten sie theoretisch echt eine Chance haben. Müssen wir gucken. Ja, dafür müssen ja erstmal zum Spawn hin, ne? Frozen Noah trackt, Achso, ja da. Frozen Noah trackt das Team, mit Fisch und so. Ja, seh's. Sind gleich da. Ja. Dann sind die als erstes dran. Aber gucken, so. Vielleicht reißt es ja die Rüstung. Das glaube ich nicht. So, gucken wir mal von den Cords her, wie weit die anderen entfernt sind. Ja, mal gucken, sie gucken aber in die Richtung. Dann müsste sie jetzt gleich sehen. Ja. Hey, wo sind die? Gehen die durch den Wald? Ah ja. Yes, oh oh. Ne? Die laufen quasi dran vorbei. Jetzt müsst ihr eigentlich sehen, dass es umgesprungen ist. Yes. Ja. Jetzt wissen sie, dass das andere Team in der Richtung ist. Wenn man logisch denken kann, ja. Oh boy.
Oh boy. Die Pfeile beim Miegen. Zwei Schlürfen. Alter, wie viel trinken die denn? Einiges. Okay, das Fisch hat... Ja, die haben Speed Potion, die brauchen halt gar nicht abhauen. Ja. Hey, ja. Müsste echt mal so eine Trap bauen. Oh. Ja, guck dir das an. Ja, jetzt lassen sie einen zurück. Ja, ich spiele mit Enderperlen. Noah kennt da gar nichts. Das Fisch, oh. Ey, der, achso doch, der hatte extra jetzt, ne? Ja, moin, Alter, totale Zerstörung. Salz. Ja, close. Einmal gehittet, easy. Ziel erreicht. Zieht er jetzt die, ja, er hat die Rüstung schon zu. Okay, die scheint sich irgendwie noch auf den Endkampf vorzubereiten, so richtig. So, heftig. Wenn das jetzt funktioniert, dürfen ja gleich die anderen zugucken, ne? Dein Skript funktioniert. Oder bin ich? Oh, finale Endkampf. Yes. Spektator, ja. Zuschauen. Es funktioniert, Pock. Gut gemacht, Carsten. Danke, danke, immer wieder gerne. Oh, rennt sie weg? Oh. Das finde ich eigentlich schon okay, so 8 Spieler. Nice Chat. Ja, dann einfach Netherite, ja. Bock. Bock. Wie weit sind die noch auseinander? Na, die wollen noch schnell Hunger vollkriegen, oder halt Hunger verlieren. Okay. Oh boy, jetzt bin ich gespannt. Ja. Oh boy. Oh, da sind sie. Sind sie dann weg oder sie haben es nicht gesehen? Weiß ich nicht. Aber die wollen die Tränke auslaufen lassen, glaube ich. Ach so. Oder? Könnte sein. Ja, die müssen halt drauf spielen, glaube ich. Ja, da sie alle ihre Armbrust raus haben, denke ich mal, dass sie dich gesehen haben. Ja. Ach so, ja. Alex ist ziemlich weit vorne alleine. Ich glaube, da wollen sie auch so ein bisschen. Okay, jetzt. Ja, nee, bringt's nicht so. Die sind halt auf jeden Fall besser equipped, ne? Was die Tränke, die haben keine Tränke, ne? Kürs und so. Oder doch irgendwas, so, das ist vom Goldapfel. Oh boy, here we go. Jetzt gleich müssen sie loslegen. Ja, der eine wird halt von beiden, das ist schon so. Uff. Ja, moin. Uff. Oh, Kürbis? Der hat aber noch Damage gemacht. Ja. Ja, Feuerwerk, bis es leckt. Uff. GG auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Battle die sich jetzt noch hier, Alter. Ja, ich nehme sehr stark an. Und das wollen wir uns auf jeden Fall sehen, ne? Ja, klar. Oh, die machen ein. Ein Dings. Ja, Alp, der mit dem wohl besten Team, ja? Mal gucken, wer der wahre Gewinner ist jetzt hier. Die machen hier aus The Good, The Bad and The Ugly die Szene. Was macht denn weh? Ganz halt hoch, runter, hoch, runter. Oh. Oh, jetzt geht's los. Wer glaubt, ihr gewinnt? Oh, für die Tierenlist.
Mir wollten dort am meisten Herzen. Ja, mach mal an. Folgen in der Fuck. Okay. Bis die Folgen strecken, ja. Die streamen. Achso. Wir haben mehr Werbung schalten. Haben bestimmt gerade das Werbeunterbrechung gemacht. Was machen die? Machen die jetzt hier 30 Sekunden Twitch-Werbung, ja. Ja. Oh. Guck mal, die nimmt kaum Schaden, ey. Ja, die so gebufft sind. Ja, Diamond Armor bringt halt ordentlich was, ne? Oh, Mevo ist da. Achso, lol, der ist, hat sich teleportiert. Halt die haben alle Hände ab. Ja. Achso, die verwenden die, um sich zu den Spielern zu teleportieren. Ja, haben sie bei dir auch gemacht. Halt. Oh, wo ist was, hast du? Uff, Alex. Bock. Wer ist der wahre Alex Gewinner? Alex hat einen Doppel-Crossbow, oder? Ja. Wer ist der wahre? Hat er sich die Netherite-Rüstung gezogen? Nee, ja. Hat er nicht. Hä, was war das? Wer ist der wahre Gewinner? Oh. Das sieht nicht gut aus für Memo. Pock. GG. Oh. Aber dann würde ich sagen, was mit dieser Season. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ihr gerne mitmachen wollt, schaut in die Beschreibung rein. Werden immer auf Twitter und so angekündigt. Und ja. Dann danke auf jeden Fall fürs Mitteamen, ihr beiden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Season. Bis denn. Tschüss. Ciao.